Ich habe Vedova später kennengelernt, zum Beispiel habe ich ihn nicht kennengelernt, als er das Stipendium in Berlin hatte, wo er lange war, weil ich war ja ein sehr schüchterner und zurückhaltender Typ und hätte mir nie getraut, mich Vedova zu nähern. Ich habe ihn kennengelernt, ich glaube auf der Documenta im Wesentlichen, schon vorher ein bisschen, aber eigentlich war diese Documenta, ich glaube es war die Documenta von Rudi Fuchs, das Entscheidende. Und ich hatte seine Biografie gelesen, ich habe Haufen Bilder mir angeschaut, ich wusste seine Partisanengeschichte, ich wusste, dass er ungewöhnlich groß ist für einen Italiener und so. Also es gab viele private Sachen, dann waren wir oft essen zusammen in Venedig oder anderswo. Und es entwickelte sich so eine Freundschaft, die natürlich sprachlich immer behindert war, weil mein Italienisch war schlecht und Vedova sprach, ich glaube, nur Italienisch. Und wenn man diese wunderbaren Bilder vergleicht mit den früheren Bildern, muss ich sagen, die Freiheit, sieht man, die ist immer größer geworden. Die Unabhängigkeit, auch diese Kontaktlosigkeit in der Gruppe, das war ja längst vorbei. Der Schismus war ja nach 80 kein Thema mehr. Es gab zwar noch ein paar alte Taschisten im Alten, aber in ihrer alten Enge. Und Vedova hat wirklich einen neuen Aufbruch geleistet, Riesenformate gemacht und ich finde das ganz wunderbar. Deshalb finde ich diese Ausstellung jetzt mit mir hier zunächst mal schon begründbar aus diesem Grund. Meine Bilder. Ich bin im Unterschied zu Vedova zum Beispiel ein Maler, der ein Bild immer so versteht, dass sich in der Mitte des Bildes, ungefähr in der Mitte, etwas befindet. Ob das ein Porträt ist oder eine Nase nur oder ein Haken. Und wenn man alle meine Bilder durchschaut, sieht man, dass ich so ein Zentralmotivmaler bin. Und das weiß ich und ich habe auch nichts dagegen, aber manchmal denke ich, eigenartig, muss das sein. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich keinen Schlitz mache, keinen dunklen Fleck, sondern einfach dieses Wirbeln der Füße. Ein Bild besteht dann nur noch aus der Begrenzung, aus der Außenbegrenzung und nicht mehr aus der Darstellung in der Mitte. Es ist eigentlich eine Geschichte, die sich weitgehend vielleicht durch einen Titel erklärt, aber nicht durch die Darstellung. Deshalb sind auch alle diese Bilder sehr einförmig. Es sind nur Frauenbeine da, Frauenfüße, die oftmals keine Verbindung haben. Und ich muss sagen, ich schaue ja immer rum. Erstmal in meiner eigenen Biografie ist das, was du jetzt gemacht hast, was ziemlich riskant war, was vorher ganz anders war, vertretbar? Musst du jetzt aus dem Fenster springen oder ist das okay? Gibt's, und das Zweite ist, gibt's in der Kunstgeschichte Vergleiche? Und die Vergleiche habe ich nicht gefunden bisher.